نتفرج على مستر كولر بعد المباراة في المؤتمر قال ايه. نروح لمستر كولر. خلينا نسمع الكلام ده. اوكي يا وي فروين اونس داس وير داس سبيل فور ذا لاند سبيل باوس gewinnen konnten. احنا سعداء جدا بالفوز النهارده قبل التوقف الدولي. Ich glaube, es war ein intensives Spiel mit einem starken Gegner. اعتقد ان كان مباراة صعبة جدا ضد منافس قوي جدا. Wir mussten voll konzentriert sein, mussten gut arbeiten und wir haben unsere Möglichkeiten nach vorne ausgenutzt und dementsprechend sieht es vielleicht am Schluss klar aus, aber der Gegner hat uns schon auch das eine oder andere Problem bereitet. عشان كده كان لازم نكون مركزين كويس جدا في مباراه النهارده ونشتغل كتير. قدرنا ان احنا نستغل فرصنا كويس. النتيجه في الاخر شكلها كبيره لكن ما تعبرش قوي عن سير المباراه، ان كان ماتش صعب والمنافس خلق لنا فرص خلق لنا صعوبات كبيره. Schade, dass wir verletzt austauschen mussten, dass Imam raus musste. Wir sind da noch am Abklären, was es ist und wir hoffen, dass es natürlich nichts Schlimmes ist, dass er weiter dann mit uns spielen kann. زعلانين جدا ان احنا كان لازم نعمل تغيير اضطراري لإصابة إمام في الشوط الأولاني. هو دلوقتي بيتم فحصه، بنتمنى ان النتائج تبقى كويسة والأشعات تبقى كويسة عشان نطمن عليه عشان يقدر يكمل معانا الفترة الجاية. هو لعيب مهم بالنسبة لنا جدا. Als erstes dann gratuliere ich für den Sieg. Drei wichtige Punkte für den Wettbewerb, für den Meisterschaftstitel. Wir haben gesehen, nachdem Imam verletzt war und herauskam, war ein bisschen Undiszipliniertheit im Mittelfeld von Al Ahly. Auch nachher dann mit der Verletzung von Hussein haben diese beiden Verletzungen deine Kalkulationen ein bisschen durcheinander gebracht oder Probleme verursacht? Nein, ich denke nicht. Also mein Gegner hat aus meiner Sicht auch ein gutes Spiel gezeigt und es ist ist ja nicht immer so, dass auch wenn wir alle sind, dass das von alleine läuft. Also wir müssen auch immer viel dazu beitragen, damit wir Spiele gewinnen können oder damit wir den Gegner beherrschen können. Und das gelingt auch nicht jedes Mal, weil auch die anderen gut arbeiten und gute Ideen haben. Und dementsprechend sind wir schlussendlich froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen können. مش متفق مع حضرتك شويه، لكن الموضوع فيه كمان عنصر مهم وهو عنصر المنافس. المنافس كان كويس، يعني هو حتى احنا لو احنا الاهلي واسم نادي كبير وكل حاجه، لكن الامور ما بتمشيش لوحدها، لازم الواحد يشتغل ويتعب ويعمل حاجات كتير عشان خاطر يقدر ان هو يكسب ماتشات او ان هو يسيطر على الفريق اللي قدامه. وبس ده ما بيحصلش دايما، بتقابل ساعات منافس بيلعب كويس، والنهارده الاسماعيلي لعب كويس جدا وكان ند، فبالتالي الامور بتمشي مش دايما زي ما احنا عايزين، لكن في النهايه احنا استغلنا الفرص بتاعتنا وحققنا التلات نقط وعملنا سكور كويس، وده بالنسبه لنا اهم حاجه النهارده. طبعا مستر مبروك لمستر كولر. مدربين مميزين جدا اللي اثبت المتعه في اداء النادي الاهلي، بقى بيكسب اداء ونتيجه. الاهلي اصبح من الفرق الشرسه المرعبه هجوميا، ولكن واضح جدا النهارده زي ما حضرتك قلت واجهت صعوبات، لان كان في مشاكل دفاعيه عند النادي الاهلي لدرجه تخلينا ان احنا نقول ان من ابرز دموع المباراه النهارده محمد الشناوي. ده الجزء الاول. So, das ist die erste Frage. Dann, Sie sind ein sehr großer Trainer. Sie haben wirklich eine große Entwicklung bei Al Ahly gemacht. Das Neue ist bei Al Ahly, dass er nicht nur gewinnt, sondern auch wir genießen das Fußball von Al Ahly. Das ist dann ein schönes Fußball und gleichzeitig auch dann effektiv. Al Ahly ist dann sehr aggressiv geworden. Al Ahly ist wirklich eine Mannschaft, von der man Angst hat. Aber das ist dann besonders in der offensive Part. Aber defensiv hat Al Ahly dann heute Probleme gezeigt. So dass man sagen kann, dass Shinawi war heute der beste Spieler auf dem Platz. Der zweite Teil von Frage. Ja.
was ist der Grund, warum Tahir dann auf diese Position gespielt hat, anstatt von Imam, besonders dass wir Tahir zum ersten Mal in diese Position sehen? Ja, also erste Shenawy hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und das bin ich auch froh. Und da bin ich froh. Das ist auch gut für die Nationalmannschaft, weil er jetzt zur Nationalmannschaft geht. Und da hat er gut gemacht, dass er mit der Mannschaft geht. Und er hat gezeigt, dass er gut in Form ist. Und da bin ich in Form gut gemacht. Und ja, Tahir hat mir eigentlich auch gut gefallen. Er ist ja im Spiel vorher ist er reingekommen, auch auf der Offensivposition, auf der Stürmerposition. Und dann hat er sich viel bewegt, hat viele Laufwege gemacht und auch heute war er bei einem Tor mitbeteiligt. Ja. Da hat er gut über die Seite gespielt, mit Reda in die Tiefe gelaufen und dann Rückpass und Percy, glaube ich, hat dann das Tor erzielt. Also hervorragend herausgespielt. Das sind diese Positionen, die er spielen kann, weil er viel in Bewegung ist, weil er körperlich auch robust ist und ja, hat mir gut gefallen, das Spiel heute. طاهر عجبني النهارده وعجبني كمان الماتش اللي فات لما نزل الماتش اللي فات وكان لعبته راس حربه نزل 10 دقايق كان كويس جدا او لعب مهاجم النهارده هو كمان كان ناشط جدا كان بيتحرك كتير كان بيتحرك كويس حتى في كره شارك في هدف مع رضا لعبوا كره مع بعض وعلى الطرف وبعدين لعبها لبيرسي جاب الجون فطاهر بيتحرك كويس جدا بيأدي كويس جدا في المركز الجديد ده بتاعه وانا عجبني طاهر جدا النهارده حركته وجسمه بيقدر يقف على الكوره بيقدر يحتفظ بيها بيتحرك كويس طاهر عجبني جدا النهارده وده مركز هو يقدر يلعب فيه مركز المهاجم دي defensive probleme heute was ist ihre meinung dazu haben sie nicht geantwortet ja also der gegner hatte auch gut gespielt und wir waren vielleicht auch in der ersten halbzeit waren wir nicht ganz so gut organisiert, dass wir uns mehr hätten absprechen müssen. Aber eben, das ist halt auch mal möglich, wenn mein Gegner sich da auch gut aufstellt. Und das haben sie gemacht. Und wir hatten ein bisschen Probleme, also dass sie einen guten Ballbesitz hatten. Aber Tore haben sie ja nur eins gemacht und am Schluss auch auf einen Fehler von uns. برضه بننسى مره ثانيه فكره ان انا بلعب منافس كويس يعني هم كانوا كويسين يعني هم هجوميا كانوا كويسين الشوط الاولاني بالذات كان عندنا بعض المشاكل اكتر كمان في عمليه التنظيم وان احنا كان لازم نكلم بعض وفي عمليه التسليم لكن في النهايه هم كانوا بيحاولوا ما جابوش غير جون واحد والجون اللي جابوه ده كان في اخر الماتش باستهتار مننا او غلطه مننا لكن ما كانش فيه اهداف جابوها لكن طبيعي ان انت بتلعب فرقه كويسه تقدر انها تخلق فرص. مبروك للنادي الاهلي. كاتولي غدا في الاهلي. ولكن في ما زال خط الدفاع في مشاكل واحنا بتاعت لاعب في السوبر الافريقي في فرق احسن من فرق الدوري المصري وهتلعب في كاس عالم الانديه. عايزين نعرف من مستر كوره هيعالج نقطه الدفاع دي ازاي؟ هذا نفس السؤال على ونفس السؤال بالظبط. Er spricht auch wieder von der defensiven Probleme bei Ahli, besonders dass wir in den Super League spielen, nachher in Club-WM. Wie werden Sie das mit den defensiven Problemen, die wir aktuell haben, dann lösen? Dann habe ich gesagt, das ist die gleiche Frage, die wir eben hatten. Ja, also wir haben keine defensiven Probleme. Wenn wir defensive Probleme hätten, dann hätten wir das Spiel verloren. احنا ما عندناش مشاكل دفاعية، لو كان عندنا مشاكل دفاعية كنا خسرنا الماتش. Es sind ein paar Dinge, die man anschauen muss, wie man vielleicht dann auch taktisch spielt oder wie man ja, vielleicht dann auch attackiert und unterstützt wird, aber wir haben das Spiel 3-1 gewonnen. في بعض اللقطات ممكن ان احنا نتكلم مع بعض فيها ان احنا نحسن فيها الوقفه الحركه ازاي نبقى كومباكت شويه في بعض اللقطات لكن في المجمل ادائنا الدفاعي قوي جدا بدليل ان احنا كسبنا 3-1. Vielen Dank.